Servus, du bayerischer Findet-Ehren da draußen, vom PC in die Laptop und TV. Wir spielen 14. Folge von Air Memories of All. Schön, dass du auch hier dabei sein möchtest. Wir haben erkundet und wir haben das gefunden, wonach ich gesucht habe. Das große Vogelhaus, wir haben die alten Knochen gefunden, wir haben den Brunnen erkundet und jetzt sind wir auf der Suche nach Erin. Das ist das Einzige, was uns jetzt noch bleibt. Wir versuchen, sie zu finden. Sie hat vielleicht ein Boot gekapert. So eine Piratenmaus. Und ja, wir sollen jetzt die Rand der Insel mal erkunden. Ich weiß es nicht. Ihr Vater hat uns diese Information gesteckt. Und wir erkunden jetzt einfach weiterhin. Ich weiß es wirklich nicht, wo Erin sein kann, könnte, was sie tut. Sie will halt einfach erkunden. So wie wir auch, ne? Allerdings ist sie jetzt da ganz alleine. Wir haben ein bisschen was vom Leuchtturm noch gehört. Ich möchte meinen, dass ich dieses Boot gesehen hätte, aber ich bin mir jetzt natürlich nicht mehr ganz so sicher. Da hinten raucht's. Aber das könnte wahrscheinlich eher mehr die Station hier sein, wo Erins Vater ist und Mutti. Hallo, kleine Vögelchen. Wie? Ich wüsste nicht, wo die wäre. Das klingt alles am Rand der Insel. Naja, wir schauen einfach mal. Hier können wir nicht rein. Da ist das Boot. Schau her. Genau, ihr habt es auch gesagt, ich habe es schon mal gesehen. Aber da ist sie nicht. Dieses Luftboot. Da war sie also nicht. Ups. Dann kann ich ihm das mal sagen, aber ich weiß nicht, ob das einen Dialog freischaltet. Hey. Erin ist noch immer verschwunden. Du hast sie noch nicht gefunden, oder? Bitte sieh dich auf der Insel um und schau, ob du sie finden kannst. Weit kann sie doch nicht sein, Mensch. Da der Kranich und der Fuchs. Ich hab gedacht, da leuchtet etwas. Also rein theoretisch, wenn ich Erin wäre, ich würde zum Leuchtturm gehen und würde mich da umsehen, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Weil Ruinen sind auf jeden Fall cool. Hier kann ich leider noch nichts machen. Scheint aber irgendwann mal was freizuschalten, mit Sicherheit. Erkunde die Insel. Halt, die Frage ist diese Insel oder die Nachbarsinsel hier? Das ist ja so oberflächlich für mich. Ich habe jetzt kein junges Mädchen gesehen. Ihr vielleicht? Ich habe Schmetterlinge gesehen, aber kein kleines Mädchen. Das kleine Mädchen würde ich jetzt auch natürlich mit den kleinen Schafen spielen.
Ich habe immer noch Kopfweh. Ich wollte nur was Intelligentes sagen. Wir laufen ja halt immer die Insel nochmal ab. Ich würde wirklich mit den Schafen spielen. Erin gefunden. Schauen wir mal. Ich will eigentlich nicht sprechen, ich will einfach nur mal so einen schönen Shoot. Ohne zu sprechen. Obwohl, das geht ja. Hab doch ein bisschen Geduld. Weißt, ich will das so ein bisschen persönlich wirken lassen. So ein bisschen so wie eine Mama halt. Irgendwie ist das nicht so, wie ich es mir gedacht habe und vorgestellt habe. Na gut, dann spreche ich sie einfach mal an. Nee. Versteckspiel. Hey Aug, hast du das gesehen? Dieser Stein habe ich auf meiner Expedition gefunden, ganz allein. Ich bin mir sicher, dass das hier der große mineralische Lakai irgendeines großen, bösen Superschurken ist. Ich behalte ihn ganz, ganz fest im Auge. Noch hat er nichts angestellt. Er steht einfach nur da. Aber ich habe gehört, wie Medwin gesagt hat, dass die schwarzen Steine Karas Schrei zerstört haben. Jede Wette, dass der gespaltene Berg nordöstlich von hier etwas damit zu tun hat. Wusstest du, dass dort ein Fuchsgeist lebt? Papa und ich waren schon mal dort. Ich musste draußen warten, aber ich habe eine große Ruine gefunden und mich dort umgesehen. Siehst du, ich bin eine tolle Abenteurerin und sollte dich begleiten. Vielleicht sollte ich erst Mama und Papa fragen, wenn sie mich lassen. Dann nimmst du mich mit. Versprochen? Wir haben sie gefunden. Ach, es gibt übrigens noch irgendwie eine geheime Stadt, die heißt Lakai oder Laki oder Laku. Laku. Fako. Lavut Daleku Watu. Was auch immer das heißt, aber wir haben auch Erin gefunden. Das war gut. Dann bin ich jetzt aber glücklich. Das wäre auch noch ein Archiv, Entschuldigung. Und dann wäre das erledigt. Dann hätten wir alles erkundet und abgefrühstückt eigentlich. Naja, gut. Es geht mir jetzt halt nur um das abzufrühstücken auch. Schaut komisch aus. Warte mal. So, das möchte ich auch mal nochmal festhalten. Du hast Erin gefunden, den Göttern sei Dank. Naja, ich schätze, solange sie hier auf der Insel ist und nicht lange wegbleibt, ist es für sie sicher. Ich danke dir, Aug. Du hast mich wirklich gerettet. Mir war schon ganz Angst vor und bange. Wohin verschlägt es dich als nächstes? Aber warum würde er ja den langen Weg dorthin zurücklegen, nur um zu fressen? Vielleicht lässt ihn der Sturm im Norden hungern. Schließlich lebt er im Norden, Osten. Aber wir hatten ja den Fuchsgeist schon interviewt. Stehe auf der Dame hier. Das Heiligtum der Dämmerung liegt im nächsten Nordwesten von hier. Ja, da wollen wir auch hin. Eigentlich. Schauen wir mal nochmal zum Fuchsgeist vielleicht. Also es gibt noch eine geheime Welt oder geheime Stadt oder sowas. Weiß zwar nicht, wo die ist, aber vielleicht ist die ja da, wo der Fuchsgeist ist. Das fällt mir jetzt halt gerade so ein. Gespaltene Berg ist da oben. Mehr im Norden. Ja.
Ja, schick. Wir haben einiges geschafft jetzt in diesen 4 Folgen. Den Tempel haben wir geschafft. Und bald steht eben der nächste Dungeon an. Kann sein, dass wir den eben schon mal anpacken. Jetzt müssen wir mal erstmal weit fliegen. Fast schon in den ganzen Norden. Das Schrein des Schöpfers. Wow. Mal gucken. Das ist die Insel. Die wollen wir nicht. Genau. Das ist nochmal hier. Aber ich glaube nicht, dass das, dass ich da noch irgendwas finden kann. Aber man weiß es ja nie, ne? Schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Und ich steuere mal diese Insel an. Der gestaltete Berg. Der gespaltete. Aber ich weiß nicht, ob es hier irgendetwas Interessantes gibt. Was gibt es denn hier? Würde der Hand gespielt sagen. Was gibt es hier? Nein, hier nichts. Wir waren ja hier schon beim Fuchsgeist, aber wir steuern mal die weit untere Ebene an. Die hier. Einfach mal zu gucken. Genau. Hier, das schaut auch so, als wäre da unten ein Eingang. Aber ist auch kein... Oh. Kein Eingang. Was ist denn das hier? Das ist ja auch krass. Eine Hochzeit. Oh. Das interessiert sie aber wahrscheinlich gar nicht. Wir haben uns in verschiedenen Welten verloren. Ich bin ohne dich und du bist ganz allein. In meinen Gedanken kommen wir einander näher. In der Kälte hältst du meine Hand. So jedoch, wie die Statuen an die Wände gekettet sind, gehören unsere Seelen dem Leben und dem Tod. Sarida, ich weiß nicht, wo du bist, aber die Erinnerung an dich wird für immer durch mein Herz hallen. Süß. Wie gesagt, das haben wir auch noch nicht, aber... entdeckt gehabt. Also wir haben schon einiges erfahren hier in diesem Spiel, oder? Das müsst ihr doch jetzt zugeben. Wir sind jetzt reichlich gebildet. Reichlich. Ich kann mich jetzt gerade so schwer entscheiden. Aber hier waren wir schon. Das war ja hier diese Schlacht hier, glaube ich. Müsste die Schlacht gewesen sein. Ich würde ganz hier hoch wollen. Nein, hier wollte ich gar nicht rein. Hm. Das ist noch diese andere Insel. Die würde ich jetzt auch gerade auch mal ganz gerne nochmal reinschauen. Wow, wie die da hinsteuert, weißt du. Busch. Kamikaze. Da, dort werde ich dich treffen, mein Kind, im Inneren des zerbrochenen Bergs. Ich glaube, auch der Fuchs wartet auf irgendetwas. Hm? Kann es sein? Hm. Ich weiß es nicht, ob wir das noch erfahren werden. Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt diese eine Stadt nicht finde und treffe, das ist jetzt kein Beinbruch, würde ich mal meinen. Aber das gäbe es noch. So viel wüsste ich nur. Ich weiß nicht, ich würde ganz gerne den Fuchs nochmal aufsuchen. Aber als erstes vielleicht fliege ich nochmal hier hin kurz. Naja, gut. Nein, nicht die Lampe. Nicht die Lampe.
War ich jetzt hier auch schon? Ach ja, genau, das war ja die Schlacht hier, ne? Und hier sehe ich die Karte. Aber sonst nichts sehe ich da, dass das hier irgendwie eine alte Stadt wäre. Nein. Nein, nein. Sie kaufen. Consuela von Family Guy. Ich mag die. Ja, wollen wir nochmal zum Fuchs schauen? Der Fuchsgeist. Da war ich schon öfters, aber ich finde ihn irgendwie cool. Und dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Dungeon einfach mal. Oder gehen schon mal rein. Ich finde, wir haben genügend erkundet. Wir haben auch Ehren gefunden. Das war vielleicht auch ganz gut so, dass wir das haben. Das ist schon wichtig. Ich hätte echt gedacht, die ist abgehauen, weil die Mama irgendwas erhält, gesagt hat, mit dem Bären getanzt, mit dem Bärengeist und so. Und da habe ich echt gedacht, ist die jetzt im Norden? Die Gute? Ist die im Norden? Wie kommen die da hin? Dabei ist die eigentlich gar nicht so weit weg gewesen. Die hat nur diesen komischen Stein gesehen, den wir auch gesehen haben, natürlich. Oh, jetzt schon wieder bitte. Wir kennen das aus Folge 5, die da immer wieder runtergefallen bin. Witzig. Und dann haben wir dieses Spiel wunderschön gespielt erstmal. Ja, für heute auf jeden Fall. Und dann haben wir wahrscheinlich noch mal eine Aufnahmesession. Die geben wir uns noch. Auf jeden Fall. Danke für deine Gesellschaft, kleine Wanderin. Aber führe nun deine Suche fort, sonst wird es kein nächstes Mal geben. Das ist das ständig, was er sagt. Mehr sagt er nicht. Entschuldigung. Hab meinen Controller an den Tisch geklöppelt. Genau. So ist das Leben. So und nicht anders. Dann wollen wir mal hieflingen. Auf geht's. Lassen wir die Mission walten und schalten. Noch ein bisschen kurz navigieren. Straight on. Geh on. Wir fliegen. Welches ist ja das alte Volk ja ganz woanders. Welches ist ja ein normales Achievement. Das ist ein gutes Stück, was wir hier fliegen. Holt euch die Schachtel Popcorn und Gola. Kühlero. Überfliegen wir nochmal alles sehr schön. Noch ein bisschen schräg. Ja, das ist gut. Hat Spaß gemacht, hier rumzufliegen. Die Inseln nochmal zu erkunden. Hat echt viel Spaß gemacht bis jetzt und mal zu entdecken. Und ich denke mal, es soll ja auch ein bisschen was übrig sein. Vielleicht will der eine oder andere das auch mal spielen. Will auch mal fliegen und erkunden. Genau, da wollen wir hin, da wo es leuchtet. So langsam habe ich auch den Überblick vom Spiel. Das wird eine Meisterlandung. Ich sag's euch. Hm? Nein. Okay, schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt diesen Tempel öffne. Genau, das ist der Tempel hier. Ah. Wir haben ja den Schlüssel schon geholt. Thank you.
Nice. Okay. Na, soll ich jetzt irgendwie... Ah, das ist eine normale Treppe. Wie cool ist das denn? Das ist fesch. Das ist nice. Jetzt gehen wir hier runter. So, die Dungeons dauern ja nicht so lange. Im Grunde. Das kann schon sein, dass wir heute den dritten Schlüssel auch noch kriegen, oder? Das Fragment. Connected. Also ich wäre schon ganz gerne alleine hier runtergegangen, aber das durfte ich nicht. Entdeckt. Heiligtum der Dämmerung, genau. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den Ort gefunden, Leute, Brüder. Da. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sie sind überglücklich. Hier werden wir sicher sein. Genau. Heiligtum der Dämmerung. Ist ja alles noch recht grün hier. Schöner als im letzten Dungeon, würde ich sagen. Das war alles so wie Technik. Pah. Hm. Da, die schauen sich diese Statue an. Diese, oh, der alte Opa hier, der Gusto. Muss ich aber nur schauen, wie ich hier hochkomme. Ah, der eine sagt hier, da können wir hochklettern. Alles klar. Mhm. Nice Green. Ich helfe dir hoch. Hier sind Vögel. Das sind Vögel, Hein. Ja. Die haben keine Angst vor mir. Nein, die sind kraftlos. Ich hab's wohl allein geschafft. Voll schön hier. Das ist schön. Gefällt mich. Die Wächterin des Zwielichts öffnete ihre Augen und sah, wie Sonne und Mond zugleich erstrahlten. Sie setzte sich und nahm sie beide in ihre Himmelshände, um ein Gleichgewicht aus Licht und Schatten zu erschaffen. Mit ihrer rechten Hand gibt sie die Sonne frei, um die Menschen aus dem Traum zu erwecken. Mit der linken wirft sie den Mond in den Nachthimmel, sodass die Menschen träumen können. Sie ist der Herzschlag der Jahreszeiten und sitzt am Nabel der Welt, der Atem allen Lebens und der Ordnung. Schön die Geschichten, oder? Diese Götter und wie sie ihre Funktion annehmen, ne? Der eine macht Tag, der eine macht Dunkel. Aber es gibt keinen einzigen alleinigen Herrscher. Wie der Gottkönig zum Beispiel. Wie schön, Vögel zwitschern. Wow, so mystisch hier. Das ist richtig interessant. Der Dungeon gefällt mir besser als der zweite. Hm. Ist noch alles so schön grün und bemoost. Der erste Dungeon war auch cool. Der hatte auch sehr viele Facetten von Rätseln. Die Fische hier. Hui, die Frau. Kappador. Eigentlich ist Kappador voll putzig. Ja, schau mal nochmal den riesigen Pilz, oh. Schau mal, Dio. Hier geht's übrigens runter. Hm. Das weiß ich nicht, ob ich das möchte. Geheiligt. Wow. Da der eine spielt Musik, die anderen tanzen. Ich kann das untersuchen. Menschen auf Pfoten kann nicht rennen.
jagt die Sonne sehnsuchtsvoll. Menschen mit Schwingen kann nicht fliegen, sucht den Himmel immer zu. Menschen hat Augen, die nicht sehen, beobachtet die Ewigkeit. Mensch allein, der Gefahr erlegen, Gedanken fremd und unhörbar. Chilling out. Man hört auch so diese Menschenstimmen und so. Das ist auch sehr schön hier. Ich würde ganz auch gerne auch hier rüber wollen. Geht das denn? Müsste eigentlich schon. Vorausgesetzt, ich komme hier hoch. Dann könnte ich das. Jetzt wollte sie nicht springen. Jo. Also sie kann schon, sie kann springen. So ist das jetzt nicht, ne? Ach, sie wollte wieder nicht springen. Die Gute. Aber auch hier sage ich erstmal, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. In Folge 15 werden wir wahrscheinlich den Fragment bekommen, oder das Fragment. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht einfach. Bye, huhu, irgendwo raschelt's.